Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, anlässlich des Tages der Kinderbetreuung möchten wir auch in diesem Jahr die Gelegenheit wahrnehmen, unsere Mitarbeitenden in den Kitas und Schulkindbetreuungsgruppen großen Dank auszusprechen. Durch ihr Engagement in ihrer Arbeit mit den Kindern ermöglichen sie vielen Eltern und Sorgeberechtigten, Familie und Beruf auch in dieser schwierigen Zeit miteinander zu vereinbaren. Besonders herausfordernd ist für Sie als Fachkräfte der Einsatz und die Aufrechterhaltung der pädagogischen Arbeit mit den Kindern vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie. Auch unter diesen schwierigen Bedingungen leisten Sie herausragende pädagogische Arbeit. Ständig wechselnde Corona-Verordnungen und Rahmenhygienepläne erfordern von Ihnen eine hohe Umsetzungsflexibilität. Sie standen hier lange nahezu ungeschützt an vorderster Front und einige Kolleginnen und Kollegen mussten und müssen sich immer noch in die Quarantäne begeben. Manche waren und sind zurzeit gerade selber Covid-19 erkrankt. Und manche Kitas, die sich in den letzten Monaten fast unbehelligt von dem Virus sahen, sind von heute auf morgen zu einem Corona-Hotspot geworden und mittendrin in der Pandemie. Nichts ist sicher. Sie alle haben bravourös die erste und auch die zweite Corona-Welle in den Kitas gemeistert. Sie haben großartige Ideen entwickelt für die Kinder, die die Kita in den gesetzlichen Schließzeiten nicht besuchen konnten, um mit ihnen im Kontakt zu bleiben. Sie haben zum Beispiel Tüten mit Bastelanleitungen für die Kinder und Eltern an die Kita-Zäune gehängt, haben Briefe an die Kinder verschickt und haben kleine Videobotschaften mit und für die Kinder aus der Kita erstellt, damit diese so im Kontakt bleiben können. Wir wissen, dass sie sich alle wieder nach Normalität sehnen, in der sie ihrer pädagogischen Arbeit mit den Kindern wieder nachgehen können und sich auch wieder als Team begegnen können. Wir alle sind Corona-müde und sehnen uns nach Normalität. Wir sind sehr froh, dass Sie als Fachkräfte mittlerweile durch regelmäßige kostenlose Schnelltests und Impfungen besser geschützt werden können. Und wir hoffen, dass das für alle zu einem Weg zu mehr Normalität führen wird. Solch eine Krise bringt aber auch Chancen mit sich. So hat die Digitalisierung in unseren Kitas Fahrt aufgenommen. Sie haben andere Kommunikationswege eröffnet. Zum Beispiel können Sie mit den Eltern und den Kindern durch Videokonferenzen direkte Kontakte gestalten. Durch die Videokonferenzen können mehr Kolleginnen und Kollegen an unseren eigenen Fortbildungen und Arbeitskreisen teilnehmen. Auch sind regionsübergreifende Kontakte mit Eltern möglich geworden und konnten an den Elternabfragebogen inhaltlich beteiligt werden. Ich erinnere aber auch gerne an unser neues Social Internet und bitte Sie herzlich mitzumachen und sich bei Just Social und Just Connect mit Ihrer Personalnummer anzumelden. Sie haben dann die Möglichkeit zu einem dienstlichen Facebook und dienstlichen WhatsApp, nur datenschutzsicher. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, Sie sind ein wesentlicher Bestandteil des gesellschaftlichen Gemeinwesens in unserem Land. Mit Ihrem persönlichen beruflichen Einsatz erhalten Sie das öffentliche Leben mit aufrecht. Dafür danken wir Ihnen alle sehr und zollen Ihnen unseren Respekt. Bitte lassen Sie uns gemeinsam durchhalten und in unserem gemeinsamen Engagement nicht nachlassen. Die Kinder brauchen Sie. Wir brauchen Sie. Unser Land braucht Sie. Herzlichen Dank.